bin hier im Gesundheitszentrum Park Igis bei Innsbruck in Tirol, der Pionier der modernen Maya-Medizin. Und für die Maya-Medizin ist Bewegung ein ganz wichtiger Baustein. Hier wird Qibun angeboten. Doch was ist eigentlich Qibun? Das verrät mir gleich Michael Mulderer, den ich jetzt treffe. Hallo. Hallo. Na, morgen. Hallo. Ja, da liegt sie schon, die Qibun-Matte, ne? Was ist denn Qibun überhaupt? Da bin ich ja mal gespannt. Ja, Qibun ist eine besonders angenehme Form des sogenannten tiefenstabilisierenden Trainings. Wir arbeiten da mit relativ weichen Matten, die einen sehr schnellen Rebound-Effekt haben, wo es durchaus herausfordernd ist, das Gleichgewicht zu halten. Und immer wenn es ums Gleichgewicht geht, aktivieren wir ganz kleine Muskeln, die direkt die Gelenke und Knochen stabilisieren. Die werden über die Nerven aktiviert. Das heißt, man trainiert die Reizhaltung zwischen Gehirn, Nerven und den betreffenden Muskeln. Und das gibt dem ganzen Bewegungsapparat die Stabilität, die man benötigt, damit die Gelenke auf lange Sicht geschont werden. Das heißt, es geht auch in weiterer Folge nicht nur um Kräftigung, sondern auch um einen gesunden Alterungsprozess. Das probiere ich mal das gleich aus. Das sollten wir auf jeden Fall ausprobieren. Wenn genau, ich so einfach an der Matte gerade genau, stehe. Sie merken schon, wir haben unterschiedliche Dicken. Je dicker die Matte, desto schwieriger ist es, das Gleichgewicht zu halten. Und Sie merken auch schon, es fühlt sich ein bisschen anders an, als wenn man auf einer normalen weichen Unterlage stellt, weil die einen sehr starken Rebound-Effekt hat. Das heißt, die geht sehr schnell in die ursprüngliche Form zurück und deswegen ist es auch schwieriger, das Gleichgewicht zu halten. Die geht gleich hoch für die Kamera. Also man kann das wahrscheinlich jetzt gar nicht so sehen, man kann es nur fühlen und es geht gleich wieder an Widerstand nach oben. Genau. Eine sehr gute Übung, um einmal zu spüren, worum es geht, ist, dass man das Gewicht auf beide Füße verteilt, der Rücken ist gerade, Kopf auch gerade. Es geht am besten, indem man einen Punkt gerade vor sich fixiert und dann versucht man mal ganz ein bisschen das Gewicht vom Vorfuß auf die Ferse zu verlagern. Da können die ganzen Fußsohlen ruhig in Kontakt mit der Matte bleiben, aber eben gerade so dieses sanfte Verlagern des Gewichtes. Gell? Da aktivieren Sie jetzt schon ganz viele Muskeln und wenn Sie das Gleiche jetzt auf der dicken Matte versuchen, dann werden Sie gleich einmal den Unterschied merken. Die ist wirklich viel härter. Und ich merke es gleich in den Waden. Im Rücken. Ganz essentiell, dass Sie wahrnehmen, was im Körper passiert. Arme hinunterhängen lassen und jetzt einmal versuchen, auf einem Bein zu stehen. Das Knie nach oben nehmen. Genau. Und dann merken Sie schon, wie der Fuß da die Tiefenstabilisationsarbeit, respektive die Nerven, die die Muskeln koordinieren, aufnimmt. Mhm. Sie haben ein hervorragendes Gleichgewicht. Das gleiche jetzt mit dem anderen Fuß. Durch Yoga wahrscheinlich. Ja, genau. Dann stellt man oft genug fest, dass er rechts und links nicht ganz gleich ist. Und das ist aber auch eine hervorragende Methode, um einen Ausgleich zu schaffen. Gut, und jetzt machen wir das gleiche auf der dicken Matte, wenn Sie auch einen Unterschied merken. Ja. Hervorragend. Ganz, ganz gut. Super. Ha! Werden die Faszien auch trainiert? Die sind da auch ganz stark eingebunden, weil Faszien durch drei Komponenten trainiert werden, die hier sehr, sehr gut erfüllt werden, nämlich Instabilität, Schwung und Kraft. Und da ist die Auswahl, die Übungsauswahl riesig. Und das Gute ist, es ist nicht nur sinnvoll, sondern es macht auch irrsinnig Spaß. Ja, es macht wirklich Spaß, wie so kneten mit den Füßen so ein bisschen. Ne? Absolut. Und das ist die Grundvoraussetzung für regelmäßige Bewegung, insbesondere für Qibun. Wenn es Spaß macht, dann tut man es halt einfach lieber und dann ist die Chance viel größer, dass man es regelmäßig macht. Und integriert es in den Alltag. Jetzt habe ich gehört, es gibt auch Schuhe, Qibun-Schuhe. Sie haben vollkommen recht. Das schauen wir uns am besten unten im Shop an. Da haben wir eine relativ große Auswahl und da kann ich Ihnen dann gleich mehr dazu erzählen. Super, dann ziehe ich meine Schuhe erst wieder an. Jawohl. Okay, dann schauen wir uns jetzt einmal die Schuhe an der Praxis an, bitte. Ja, ich gehe einfach mal vor. Danke, hallo. Gut. Wir wollten mal den Schuh anschauen. Genau, Sie haben was für eine Größe. 39, ganz normal. Genau, dann nehmen wir den da hier. Mhm. Mit dem ersten Schritt fühlt man, das ist weich, das fühlt sich angenehm an. Wichtig ist, dass wenn man die Schuhe hat, dass man natürlich genug Platz mit den Zehen hat. Das ist relativ schwer, was ist denn da drin? Die Sohle, die ist eben relativ dick, das ist ein grobporiger PU-Schaum. Mhm. Der eben auch speziell von dieser Firma entwickelt wurde, von Qibun. Und das ist ein maßgeblicher Beitrag, warum die Sohle in alle Richtungen so instabil ist. Mhm. Wir können uns vielleicht an das Vorgängermodell erinnern, das von Karl Müller entwickelt worden ist. Das waren die MBD-Schuhe. Mhm. Die waren nur nach vorne und hinten instabil. Ja. Die haben so eine ganz runde Sohle gehabt. Und die Schuhe hier, die sind jetzt auch nach vorne und hinten instabil, aber nicht nur, sondern in alle Richtungen.
und dadurch ganz gleich der Effekt wie oben bei den Kibun-Matten, aktiviere ich alle ganz kleinen Muskeln in den Füßen, aber auch in den Beinachsen und durch die Instabilität eben sind es wieder diese ganz kleinen Muskeln, die direkt die Gelenke und Knochen umschließen. Und den kann ich den ganzen Tag tragen, ja? Da kann ich die mich nicht können Sie den ganzen Tag tragen, sofern Sie jetzt keine Fuß- oder Beinachsenfehlstellung haben. Der Effekt wird sich dann ins Negative umwandeln, sofern Sie nicht bewusst die Beinachse stabilisieren. Wenn man, um es auf den Punkt zu bringen, Fuß- oder Beinachsenfehlstellungen hat, dann sollte man diese Schuhe oder auch die Kibun-Matten als Trainingsmedium verwenden und dann mit der vollen Aufmerksamkeit, vollen Fokus beim Üben sein. Wenn man keine Fehlstellungen hat, dann kann man die Schuhe bedenkenlos den ganzen Tag tragen. Und den hier, den ziehe ich gar nicht mehr aus. Der ist nämlich total angenehm. So, jetzt weiß ich, was Kibun ist. Und jetzt werde ich mich wieder federleicht in den Alltag schwingen.